boah, geil. Boah, was? Ich meine, ich weiß, dass ich generell eigentlich immer ein bisschen länger für Spiele brauche, als der Entwickler es behauptet. Da wird einberechnet, dass man die Rätsel relativ zügig löst und sich nicht 3 Stunden lang an einem aufhält, so wie ich. Alles ist dann halt so. Dann dauert das halt ein bisschen länger. Es ist nur schade, dass es jetzt wirklich bald, dass es nach 5 Uhr morgens ist. Also es sollte jetzt dann echt demnächst mal ein Ende haben. Und ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Kellerschlüssel dann benutze, Statue. So. Ja, Basement. Nochmal speichern? Ja, ja. Wichtig. So. Und dann wird das hoffentlich das Ende des Spiels sein. Ich finde es ja wirklich gut, das Spiel, aber es zieht sich leider jetzt ein bisschen. Gut, man muss es auch nicht mitten in der Nacht spielen, ne, wenn man eigentlich schlafen sollte. Das ist mal das nächste Thema. Dann beschwert man sich auch nicht über Müdigkeit. Jetzt würde ich mich auch nicht wundern, wenn jetzt hier mir noch was entgegenkäme. Aber ich scheine Glück zu haben. Gleiten, nicht wahr? Leid, dass ich dich diesen ganzen Weg hier zu meinem Klassenraum drag, also bringen oder schicken musste. Es ist okay. Mein Klassenraum hat Individual Studies now. Weiß nicht genau, was sie mir damit sagen wollen. Es wäre schlimmer dort zu sein. Du bist sicher, dass niemand sonst von diesem Treffen weiß, ja? Natürlich, Miss. Absolut nicht. Eine Sache noch. Diese Bücherliste ist sehr sensibel. Seien Sie vorsichtig damit. Also in Material, also das Material scheint sehr sensibel zu sein. Bitte seien Sie vorsichtig damit. Ja, danke für die Erinnerung. Ich weiß, es könnte Probleme geben. Diese
wenn ich diese Bücher lese. Also auch wieder so eine Geschichte, dass ja Bücher teilweise verboten wurden, diversen Staatsformen nicht gelesen werden durften, gar verbrannt wurden. Aber lesen wir weiter. Aber es sollte unsere Freiheit sein, uns Wissen anzueignen, richtig? Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Tatsächlich denke ich, Miss Jin hat sowas Ähnliches auch vorher gesagt. Ich denke, du bist wie sie. Ihr seid beide couragiert und talentiert. Du denkst, wir sind gleich? Oder ähnlich? I can't compare to her anyways ist... Ja, ich kann nicht mit ihr mithalten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann in keinster Weise mit ihr mithalten, würde ich das jetzt übersetzen. Sie ist die Tochter des Principals. Oh. Und sie ist bekannt als eine Familie von erfolgreichen Scholars, ja, also Schulleitern oder Schulbetreibern. So, in etwa. Ist okay. Ich denke, sie hat hohe Achtung vor Ihnen. Ich kann mich erinnern, dass sie ihrer Arbeit einst ein nettes Kompliment gab. Sie sagte, stärkt die Schwingen, der Himmel ist das Ziel oder ja das Limit, also höher als der Himmel geht's nicht, ne? Sie hat wirklich sowas gesagt? Hey, lass mich dir eine Frage stellen. Ich sehe Miss Jin und Mr. Cheng oft miteinander. Ja, Chat, also. Kleine Gespräche führen. Weißt du vielleicht, was für eine Art Partnerschaft sie haben oder was für eine Art. Ja, Relationship ist ja eigentlich mehr so aufs Geschäftliche bezogen, also Relationship eine. Aber ich nenne es jetzt einfach mal Partnerschaft oder wie sie zusammenarbeiten, wie sie das machen, was sie nach. Ihr könnt euch das selber denken. So, jetzt haben wir da auch was gesehen, jetzt geht's weiter. Paperback left behind by my book club reading list. I've been weak, but you once told me the pen is mightier than the gun. Ich war schwach, aber du hast mir einmal gesagt, der... Ja, eigentlich heißt es, die Feder ist mächtiger als das Schwert, aber in dem Fall wird der Stift gemeint. Der Stift ist mächtiger als die Pistole. Es fühlt sich wie Ende an. Die Musik läuft auch ganz langsam. Tür, ich gehe trotzdem mal weiter. Da ist Holz, okay. Als Lehrer
Moment, ich lese es erstmal durch, bevor ich anfange zu benutzen. As a teacher, I always show concern for students who are a little rebellious. Also als Lehrer muss ich Studenten, die mir rebellisch vorkommen, besonders im Auge behalten. Beziehungsweise ihnen besondere Aufmerksamkeit geben. Erinnerst du dich, was du getan hast? Was? Willst du es vergessen? Oder willst du dich einfach nur nicht erinnern? Du... Nur ein harmloses Stück Papier, richtig? Stattdessen musste ich sterben. Er musste sterben. Und viele andere Schüler mussten sterben. Das? Du bereitest mir die ganze Zeit Schwierigkeiten. Du machst mich verrückt. Okay, das muss ich ja erstmal wieder schließen. Sometimes you trip up. You are never able to get back up. Weiß jetzt nicht genau. Aber ich glaube, es ist so gemeint. Manchmal, wenn sie vielleicht so ein bisschen wahnsinnig wird, ist sie vielleicht nicht mehr fähig, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Irgendwie so grob jetzt. Wie kannst du es wagen? Das ist alles deine Schuld, das liegt alles an dir. Du hast alles ruiniert. Wenn du ein Problem hattest, warum hast du nicht einfach mit mir darüber gesprochen? Boah, geil. Boah, was? Wenn du nicht hier wärst, oder wenn du nicht hier gewesen wärst, würde es allen gut gehen. Na, soll ich doch lieber nach links gehen, ne? Da qualmt's so, hm? Aber es wird eh kein Zurück geben. Sämtliche Spiegel sind zersprungen. Das war jetzt nicht schlecht, ne? Das Spiegelbild zielt und drückt ab. Und davor aber nicht. Tür ist zu. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Natürlich ist die zu. Wäre jetzt auch Blödsinn, nochmal zurückzugehen. Entweder war sie so eine Spionin, die diese Anti-Leute irgendwie finden sollte, oder aber sie war ebenso ein Anti-Typ und wurde gespottet. Und hat sich dementsprechend gewehrt. Hallo? Moment, ich komm gleich. Geht's hier weiter? Nö. Aber schöne Musik. Traurige Musik vor allem. Richter. Mutter möchte all ihre Sorgen und Ängste zu Ihnen bringen. Etwas, von dem ich denke, dass es nichts bringt. Aber... manchmal... kann man niemand anderen um Hilfe fragen. Meine Hände zusammen in stillem Gebet. Hier sind meine Fragen. Ich, Fang Rei, should invoke your guidance. Ask about love. Ask about prospects. Ask about family. Ja, Family wahrscheinlich war ja eher so ihr Problemchen, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ne? Ist ja ein paar Stunden her. Ich mach Family. Werden meine Eltern, die ständig am sich zanken sind, eine zweite Chance zusammen haben?
Po. The Laughing Answer. Was heißt das? You cannot cry over spilled milk. It's that. Is that so? Du kannst nicht über verschüttete Milch weinen. Ist das so? Aber das war meine Familie. Meine Mutter. Und diese Person. Wir haben zusammen gelacht. Und gelächelt. Dann frage ich des Weiteren. Jetzt nehme ich mal Liebe. Also die zwei Möglichkeiten gab es ja vorher auch schon. Nehme ich mal Liebe als nächstes. Werde ich in der Lage sein, ein einfaches Leben mit einer Familie und ja, mich liebenden Person zu führen? Jinpo, the crying answer. Oh. Suche nicht, was nicht sein kann. Ah, this was just a humble request. Humble request weiß ich jetzt auch wieder nicht. Du kannst so grausam sein. Ich frage auch. What prospects? Was ist denn mit Prospekten? Das heißt natürlich nicht Prospekte. Wir werden es vielleicht gleich wissen, was das heißt. Werde ich in der Lage sein, ein Leben nach meiner Wahl zu führen? Meinem Herzen zu folgen und meinem Pfad, meinem eigenen Pfad. The Laughing Answer. So I can only face reality. Ob die was auch immer. Also man muss, ich muss der Realität ins Auge sehen. Und ich warte, bis Gott weiß wann. Habe ich irgendeine andere Wahl? Frage ich nach zu viel? Ist Leben nur niemals Ende, Trauer, Bitternis oder halt verbittert sein? Oder liegt das nur an mir? Divine Answer. So, also liegt das an mir. Innocence fades away. Kann ich leider jetzt auch nicht so hundertprozentig übersetzen. Da ist das Wort Unschuld drin. Der Jugend wird kaum eine Wahl gegeben. So verstehe ich das. Pusht, ja, man wird geschubst. Man wird so lange herumgeschubst, bis die Unschuld verfliegt. Ich wurde zu einem hölzernen Pferd. Auf dem Karussell des Lebens. A jumbled mess of lifeless emotion. Also irgendeine Mess ist ja so ein Durcheinander oder eine Sauerei mehr oder weniger. Sagt man ja auch zu einer Unordnung. Von Leblosigkeit, von lebloser Emotion. Also ein Scheißhaufen von lebloser Emotion, wenn man so will. Auf dem Karussell des Lebens als hölzernes Pferd. Fused with frantic energy, I spin ever faster. Okay, eine frantic weiß ich nicht ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auf jeden Fall frantic. Ich google das mal dazu. Hektisch. Also hektische Energie, also von Hektik gesteuert sozusagen, mehr oder weniger. Drehe ich mich immer schneller. Gibt's ja doch noch ein bisschen was zu spielen hier.
Tür, Radio, speichern. Wir speichern. Also wenn das Spiel so eine Funktion hat, dass es einen auch so ein bisschen bewertet anhand der Speicherstelle, solche Spiele gibt es ja, je öfter du gespeichert hast, desto schlechter eigentlich. Dann habe ich hier sowieso verloren, da kommt es auf das eine Mal speichern auch nicht an. Radio? A radio. Seems like the static in the room is coming from this. Maybe I can get something if I tune it a bit. The atmosphere in the rooms changed. Aber warum? Scherben. Ceramic Piggy Bank. Was ist das? Piggy Bank, so eine Sparbüchse, glaube ich, ne? Genau, so eine Schweinchen-Spardose. Broken up for one's desires. Desires allein. Verlangen, oder? Irgendwie sowas, für das, was sich jemand wünscht. Zerbrochen. Also jemand hat das Geld entnommen. Das war auf jeden Fall das Kinderzimmer. Ui, drei Türen. Was ist das? There is a puddle of clear water on the ground. Wie weit gehen denn die Schritte hier? Die gehen ja nur bis zu der Tür. So, das heißt, ich soll diese Tür nehmen. Also soll ich diese Tür nehmen? Oder die rote? Oder die rot-grüne? Ich verstehe es nicht. Und sie hat jetzt rote Haare auf einmal. Ist schwarz. Ah, je nachdem, wo sie hinläuft. Von heute. Komm, wir nehmen die goldene Mitte, wa? Tschüss. Und wenn das keine scheiß Entscheidung war. Was? Da kommt sie wieder raus. Wolltest du mich verarschen? Was ist das? Immer während der Kreislauf. Es wird nicht besser. Immer während der Bitterkeit. Nun. Habe ich noch irgendwas dabei, was ich hier benutzen kann? Nein. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Leck mich doch. Mein lieber Schieb. Hier raus, weißt du, was wir raus? Komm, tschüss. Was? Ich verstehe es nicht. Warum?
Kinderzimmer. Was ist denn jetzt hier so wild dran? Warum lassen die mich jetzt nicht einfach durch eine Tür gehen? Aber wahrscheinlich will mir das Spiel jetzt auch zeigen, es ist tatsächlich ein niemals enden wollender Kreislauf des Grauens. Und es gibt nur einen Weg. Man kann es sich häufig nicht aussuchen, man kann es sich in den seltensten Fällen aussuchen. So kann sich die arme Ray oder wie auch immer, hier leider nicht aussuchen, welche Tür sie nehmen darf. Deswegen nimmt sie wieder die Tür noch, ja, in den letzten Raum.